Mit Valeo wechseln Sie Ihren Ölwechselfilter mit Leichtigkeit. Für den Ölfilterwechsel benötigen Sie Lappen, ein paar Handschuhe, Reinigungsmittel, den passenden Ablassschraubenschlüssel, den passenden Bandschlüssel, eine Auffangschale, einen Trichter, Auffahrrampen, den neuen Filter, die passende Dichtung und oder die Ablassschraube. 5 Liter Motoröl mit der benötigten Viskosität. Fahren Sie das Fahrzeug auf die Auffahrrampe. Ziehen Sie die Handbremse an. Lassen Sie den Motor eine halbe Stunde abkühlen. Lauwarmes Öl vereinfacht den Ölwechsel. Öffnen Sie die Motorhaube und lokalisieren Sie den Filter. Öffnen Sie den Deckel der Öleinfüllöffnung. Drehen Sie die Ölablassschraube auf, um das Altöl in der Auffangschale zu sammeln. Legen Sie einen Lappen unter den Filter, um Verschmutzungen zu vermeiden. Entfernen Sie den Filter mit dem Bandschlüssel und legen Sie diesen auf einen Lappen. Säubern Sie den Filtersitz mit einem sauberen Lappen. Wechseln Sie die Dichtung und oder die Ablassschraube und ziehen Sie diese fest. Schmieren Sie die Dichtung des neuen Filters mit Öl ein. Verwenden Sie dafür kein Fett. Drehen Sie den Filter bis zum Anschlag per Hand fest. Mit dem Bandschlüssel drehen Sie noch eine Dreiviertel-Drehung. Nicht weiter drehen. Füllen Sie 4 Liter Öl in den Öltank ein. Überprüfen Sie den Ölstand. Starten Sie das Fahrzeug und überprüfen Sie, dass es kein Ölleck am Deckel und an der Ablassschraube gibt. Lassen Sie den Motor 10 Minuten ausgeschaltet und ergänzen Sie die Ölmenge, wenn nötig, bis zur maximalen Ölstandmarkierung. Das Altöl darf nicht in die Umwelt gelangen. Altöl kann an Ölsammelstellen oder beim Händler bis zur gekauften neuen Ölmenge abgegeben werden. Valeo empfiehlt den Ölfilterwechsel mit Ölwechsel nach 15.000 Kilometern oder jedes Jahr nach Herstellervorgabe.